Ladies and gentlemen, welcome to the first episode of World of Subways Volume 3. But I think it's better when we continue in Denglisch or better as usual in Deutsch. Und damit recht herzlich willkommen zu World of Subways hier bei Nordrhein TV Play mit mir, dem Zengis. Ja, diesen kleinen Spaß mit der englischen Begrüßung habe ich mir erlaubt, weil wir werden heute nach London gehen, in die Hauptstadt von England und dort ein bisschen U-Bahn fahren. Weil, ne, wie gesagt, wir schauen uns World of Subways Volume 3 an. Ist schon ein bisschen älter, ne? Aber das ist tatsächlich der fehlende Baustein in der World of Subways Reihe, den wir noch nicht auf dem Kanal gezeigt haben. Wir haben den ersten Teil, den zweiten Teil und den vierten Teil gezeigt auf dem Kanal. Aber der dritte fehlte bis jetzt. Das wollen wir jetzt ändern. Also, wie gesagt, Old but Gold, würde ich sagen, ist das Motto hier. Weil das Spiel kommt immerhin aus dem Jahre 2011, ist schon ein bisschen länger her und gerade in der Zeit der Digitalisierung und so weiter, ne, das geht ja alles, ne, 6 Jahre, das ist, was passiert in 6 Jahren, ne, hallo, ne, also, von daher, älteres Spiel, aber wir spielen es trotzdem und ich freue mich drauf. So, hier haben wir einmal das sehr stille Hauptmenü, wo ein, ja, es geht bergauf. Ich weiß nicht, was, ich finde das jetzt nicht so ansprechend. Ich weiß jetzt nicht, was man mir damit vermitteln will mit den ganzen Zahlen. Es sieht eher aus wie irgendwie der Aktienkurs von, keine Ahnung, meiner Briefkastenfirma. Aber, naja, egal. Es geht bergauf, das ist auch immer gut. Plus oder grüner Pfeil nach oben, 686, ist immer gut. Grün ist gut und hohe Zahlen in Kombination mit Grün sind auch meistens gut. So, aber zum Spiel, neues Spiel, Spielladen, Einstellungen. Ja, Einstellungen, ich zeig's mal ganz kurz. Es gibt ja jetzt nichts groß Besonderes, weil manchmal gibt's bei älteren Spielen, es tut mir so leid, dass ich jetzt 2011 als, oder ein Spiel aus dem Jahr 2011 als älteres Spiel bezeichne, aber es ist ja nun mal wirklich so, ne? Finde ich selber erschreckend. Manchmal gibt es da sehr lustige Einstellungen, aber hier jetzt nicht. Ich gehe nochmal kurz in die Spieleinstellungen ein, weil das würde mich mal interessieren. Sprache German, Totmannsknopf halten, aktiviert. Das ist ganz interessant, weil wir könnten theoretisch auch sagen, wir deaktivieren das und dann müssen wir halt die ganze Zeit eine Taste drücken. Aber, naja, das wollen wir ja nicht. Dann sagen wir entgleisen, aktivieren und den Bremstest hauen wir auch mal rein. Und jetzt, ich weiß nicht, ob das die Performance wahnsinnig killt. Also eigentlich müsste es schaffen, also mein PC müsste es schaffen. Ah, das wird gut. Boah, das ist ja Wahnsinn. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob wir das mal probieren sollen. Fürs Tutorial. Wenn das Tutorial jetzt ruckelt, dann... Oder nee, das heben wir uns für die nächste Folge auf. Machen wir erstmal sowas. Ich finde das so lustig, dass es so rot wird dann hinten. Naja, okay. So. Spaß schon im Hauptmenü. Das ist doch schon mal vielversprechend, oder? Naja, hoffentlich... jetzt bin ich falsch. Hoffentlich könnt ihr da... könnt ihr das nachvollziehen, dass ich gerade irgendwie ein bisschen Freude habe. So, neues Spiel. Ich würde mal sagen, wir widmen uns dem Tutorial. Das Tutorial habe ich schon angespielt. Aber, dennoch denke ich, ein Tutorial gehört irgendwie dazu. Außerdem ist da der gute Ausbilder Danny mit dabei. Der wird uns allerdings nicht stören. Wir starten jetzt einfach das Spiel und dann sage ich euch auch, warum uns der Danny nicht stören wird. Das werden wir gleich auch hören. Jetzt erstmal plätschert es ein bisschen im Hintergrund. So. Und jetzt starten, ja bla bla bla, Ausbilder Danny. Dahin ist Ausbilder Danny und Ausbilder Danny ist stumm. Aber zum Glück wird uns unten angezeigt, was Danny sagen will. Ne? Wir sind auf jeden Fall hier in der Station Hammersmith. Und ja, da sieht man direkt, wir können uns frei bewegen in dieser Third-Person-Ansicht. Wir können auch in die First-Person-Ansicht gehen. Allerdings sehen wir da schnell das Problem. Unser Typ bewegt die ganze Zeit seinen Kopf, ohne dass ich was tue. Das ist ein bisschen störend, finde ich. Aber vielleicht mag auch der ein oder andere das. Aber naja, so ist das. Also gehen wir mal zum Danny. Naja, auf jeden Fall, hier sieht man schon, es ist schon irgendwie recht detailliert. Man muss immer bedenken, das ist aus dem Jahre 2011. Guckt euch die Reflexion da auf dem Dach an. Könnte auch eine Atombombenexplosion sein, aber nein, es soll die Reflexion sein. Aber manchmal, wenn die Sonne auf so eine Metallfläche scheint, naja, wie auch immer, auf jeden Fall
Das muss man echt sagen, da ist die, oder das haben die sich als Ziel gesetzt bei World of Subways, also TML Studios, eben, dass es möglichst realistisch ist, dass da viele schöne Lichteffekte drin sind und zum Beispiel Spiegelungen, also das sehen wir gleich auch, aber jetzt erstmal gehen wir zum Danny. So, hallo Danny. Danny sieht nicht so glücklich aus, aber egal. So, wir fahren nämlich mit einem C-Stockwagen, ne? Wir sind ja unterwegs auf der Circle Line durch London. Ich glaube, insgesamt waren es irgendwie ein bisschen über 50 Streckenkilometern. Meter, nicht Metern. Ja, und man sieht, man kann auch munter Türen öffnen und alles, was das Herz begehrt, finde ich wirklich echt bemerkenswert. Also freut mich. Aber ich meine, das kennen wir aus den anderen Teilen ja auch. Selbst beim ersten konnte man schon relativ viel machen und man konnte sich immer frei bewegen. Das finde ich eigentlich, das ist auch so eine Sache. Da hat jetzt zum Beispiel Train Simulator ziemlich lange für gebraucht, ne? Jetzt in Train Sim World kann man sich ja frei bewegen, aber davor nicht. So, aber dafür ist man hier natürlich relativ eingeschränkt. Man hat nur die U-Bahn-Fahrzeuge und nur die U-Bahn-Strecke. Aber okay, genug gequatscht. Wir gehen jetzt mal rein und setzen uns. So, jetzt müssen wir die Konsole ansehen und ich weiß jetzt, was wir hier zu tun haben. Also machen wir einfach schon mal die Rücklichter an. Und jetzt müssen wir dem wieder rausfolgen, den guten Herrn. Also man sieht schon, man kann hier auch einiges bedienen. Das ist alles ziemlich nett gemacht. Ich finde das Konzept wirklich gut. So, der Danny rempelt jetzt wieder alle an. Denke daran, die Tür zu schließen, ist doch. Und jetzt müssen wir halt nach vorne gehen. Also das finde ich auch ganz lustig. Man hat nicht vorne die Möglichkeit, hinten das Schlusslicht zu aktivieren, sondern man muss wirklich nach hinten gehen und das manuell machen. So, the new Baltimore Drive to the Sky. Ist das ein Mercedes? Das kann kein Mercedes sein. Naja. Aber jetzt zeige ich euch mal, was ich meinte mit Reflexion. Schaut euch das an. Das ist tatsächlich die Wand, die da gespiegelt wird. Das finde ich echt bemerkenswert, weil auch das ist eine Sache, die ist auch heute noch nicht wirklich hundertprozentig selbstverständlich. Weil es gibt zwar oft irgendwelche Spiegelungen, aber manchmal sind das irgendwelche, keine Ahnung, Standardspiegelungen. Das heißt, man hat nicht, es wird nicht das gespiegelt, was wirklich vor dem spiegelnden Objekt steht. Ist mal ein bisschen blöd. So, hier sehen wir auch Lichteffekte, also Schattenwurf, alles mit an Bord. Also das ist wirklich schon ziemlich umfangreich. Wir können hier auch theoretisch hochrennen. Also man hat auch gewisse Freiheiten, natürlich auch nur sehr eingeschränkt. Wir können jetzt halt das Gleis wechseln, ne? Aber das ist möglich. Apropos Gleiswechsel, ah, das zeige ich euch gleich, wenn ich dran denke. So, jetzt steigen wir hier ein, setzen uns hin und jetzt sollten wir den Zug einschalten und jetzt ist er an. Einmal kurz mit Pfeil nach oben den Kombi-Hebel oder Kombi, sagt man dazu eigentlich Hebel, das ist eher so ein Drehknopf, eine Stufe nach vorne gesetzt und schon läuft das Ding. Ja, und jetzt sollen wir alles andere einschalten hier, also sprich Lüftung, Scheinwerfer, Armaturenbeleuchtung, Zielanzeige, Führerstandslicht sollen wir auch einschalten, finde ich Quatsch, aber ist egal. Jetzt, achso, hier sollen wir jetzt noch das richtige Führerstandslicht einschalten. Oh, ach so, ja, das ist jetzt quasi das rechte, glaube ich, nur. Also man sieht, man kann hier echt viel bedienen, das finde ich echt toll. Und freut mich. So, jetzt natürlich noch hier ne? Heizung an und das Passagierlicht. Schweres Wort. Und ach, ich weiß nicht, ich finde es so toll. Das ist, ich finde, dieses Spiel muss sich einfach nicht verstecken. Selbst aktuell, also, ne? Wo man denkt, ja, man hat ja viel höhere Standards. Nein, aber, also doch hat man, aber trotzdem ist es schon genial. So, jetzt können wir die Tür schließen. Können wir uns aber erstmal wieder da hinsetzen und dann können wir losfahren. Moment, jetzt müssen wir warten, bis das. So, ah, da bin ich übrigens beim ersten Versuch reingefallen, drauf reingefallen. Sobald der Zug losfährt, wird das Signal rot. Das ist ein bisschen unpraktisch, weil eigentlich könnte man auch schon losgefahren sein, aber dann, naja, ich weiß nicht, wie das mit der Signalschaltung ist, wie realistisch das ist, aber ich bin auf jeden Fall losgefahren und dann, sobald man da drüber ist,
über das rote Signal wird die Fahrt beendet. Ist nicht so schön, ne? Naja. So, und da hinten schwindet der Zug und wird langsam unscharf. So, aber die Signale sind hier in echt sehr geringen Abständen verbaut. Das heißt, man kann irgendwann dann einfach Gas geben und losfahren. Und wir fahren und bewegen das erste Mal einen Zug in World of Subways Volume 3. Die Steuerung ist wie bei den anderen Teilen eigentlich auch relativ simpel, wobei relativ simpel ist relativ, weil man muss natürlich das Aufrüsten alles im Kopf haben. Aber sobald man das hat, geht das eigentlich. Also es ist schwieriger eigentlich den Zug zum Rollen zu bringen, also erstmal hochzufahren, sage ich mal, zu starten, die ganze Prozedur, als den dann letztlich zu fahren. Fahren ist ganz einfach hier wieder mit Pfeil rauf und Pfeil runter. Und damit mit Pfeil rauf und Pfeil runter bedient man halt diesen Kombi-Drehschalter, sag ich mal. Ich weiß nicht, wie man das... Wie bei der Straßenbahn, ne? Also, ist eigentlich ganz simpel und soll ja auch simpel sein, weil es ja... Wenn jetzt ein kompliziertes Bremssystem da wäre, das wäre ja blöd, weil... Muss ja schnell gehen, ne? U-Bahn und so. Aber, naja. Da kommt auch Gegenverkehr, hier ist mächtig was los. Was mich auch freut. Genau, wir fahren jetzt gerade ohne irgendwie zu wissen, wo wir sind, was wir tun. Dafür gibt es diese drei Fenster, die dann diesen schönen Blip-Ton machen. Und da sehen wir halt alle wichtigen Informationen. Hier haben wir aber auch einen Tacho, deswegen eigentlich in der Regel braucht man die gar nicht. Weiß nicht. Muss man halt selber überlegen. Ich schalte jetzt erstmal aus, weil sieht schöner aus. Geschwindigkeitstafeln gibt es auch und es gibt halt ein Tacho. Zum Beispiel in der ersten, also Volume 1 und Volume 4, da gibt es kein Tacho. Aber das ist wohl realistisch so. Das finde ich zwar sehr erschreckend und irgendwie total komisch, aber diese alten Züge, zum Beispiel in New York, die hatten kein Tacho. Ich weiß auch nicht, was denen da eingefallen ist. So, auf jeden Fall der Zug da vor uns, der... nimmt gut Fahrt auf. Boah, die stand aber nah am Gleis. Hätte ich eigentlich mal die Pfeife nutzen können. So, wir fahren jetzt hier ganz gemütlich hinter dem Zug her. Ich finde das total cool. Das ist etwas, was ich echt mag. Wenn man so hinterm Zug herfährt. Oder wenn man einfach da Verkehr sieht. Und ich meine, das Londoner U-Bahn-Netz ist ja ziemlich viel befahren und es ist ja auch das älteste und größte U-Bahn-Netz Europas, glaube ich. Bin ich da richtig informiert? Müsste sein. Oder sogar weltweit. Ey! Die gelbe Linie ist schon überschritten, junger Mann. So. Ja, theoretisch kann man hier halt auch aussteigen und alles machen. Also es ist schon echt ziemlich cool. Mir fällt gerade auf, wie praktisch dieser Drehknopf ist und wie gut diese Funktion ist. Weil jetzt ist halt nur rechts da oben die Lampe an und nicht hier links. Das heißt, wir werden nicht so geblendet. Beziehungsweise die Scheibe reflektiert nicht so. Also in der Realität wäre das so, wie das hier ist, weiß ich nicht. Aber es ist ja gerade auch draußen hell. Deswegen wird nicht so viel reflektieren. Ja, U-Bahn sage ich die ganze Zeit, aber wir sind ja die ganze Zeit oberirdisch gerade. Das liegt daran, dass das eben teils oberirdisch auch verläuft, das U-Bahn-Netz oder zumindest diese Circle Line. Und deswegen sind wir halt auch ein bisschen über Tag unterwegs. Aber finde ich auch nicht schlecht, finde ich sogar ganz schön. Wobei dieses Tube-mäßige, sage ich mal, oder Tube nennen die ja die U-Bahn, ne? Das finde ich sehr ansprechend. Aber da werden wir gleich nochmal zu kommen. Ich muss dazu sagen, ich bin noch nie wirklich mit der U-Bahn gefahren in London. Und ich war auch noch nie in London. Ich war generell noch nie in England. Eigentlich müsste man das vom Brexit machen, weil... Weil was Reisen angeht, ist das mit der EU doch sehr gut. Ich gerade EU sagt, EU. EU. So, jetzt warten wir hier auf... Grün. Eigentlich könnte man jetzt auch mal hier einfach zum Beispiel die Türe öffnen. Könnte mal rausschauen ein bisschen, sich so umgucken. Also ist schon, finde ich ziemlich interessant, was man so machen kann.
Wir werden auch noch gleich ein paar mehr Funktionen, also gleich heißt in der nächsten Folge bei mir, ein paar weitere Funktionen entdecken, sage ich mal, die das Ganze noch interessanter machen. Also es ist wirklich, finde ich, bemerkenswert, was dieses Spiel so zu bieten hat. So, hier haben wir große Satellitenschüsseln. Da fällt mir ein, eine lustige Story, und zwar nachts laufen manchmal so Platzhalter, sag ich mal, oder zumindest manche Übertragungsdienste, also die halt Fernsehsender übertragen, wie so Broadcast-Firmen oder so, die haben halt dann so Kanäle, die nicht genutzt werden. Und da laufen dann manchmal permanent deren Werbungen. Und eine Werbung ist richtig gut. Die habe ich mir abends mal 10 Mal oder so angeguckt am Stück. Richtig epische Musik, aber wahnsinnig schlechtes Englisch. Also ich meine, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich Englisch ein Englisch-Ass bin, aber das war schon von der Betonung her total falsch. Und dann eben so ein offizielles Ding, was die ganze Nacht oder den ganzen Tag, 24 Stunden, die ganze Woche durchläuft, ne? Und dann eben in so einem etwas gebrochenen Englisch. Wobei, ich glaube, da sollte es auch, ja, wahrscheinlich haben die es auch darauf angelegt, dass man merkt, okay, das ist eine deutsche Firma. Vielleicht wollten die das wirklich so. Ich weiß es nicht. Naja. Schon wieder Gegenzug. Wir haben grün. Wir können also weiterfahren. Richtig was los hier. Da hinten tauchen jetzt langsam wieder ein paar Häuser auf. Das ist natürlich jetzt nicht so gut gemacht, muss man sagen. Da zum Beispiel. Jetzt tauchen die Häuser auf. Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht. Vielleicht hätte man da jetzt bessere Lösungen gefunden, aber das ist ja immer noch ein Problem eigentlich. Wie macht man das mit großen Arealen? Wie lädt man die? Wie macht man das, dass jeder PC das schafft oder dass einige PCs das auf jeden Fall schaffen, die der Zielgruppe eben, ne? Und dass da eben niemand überfordert und frustriert ist. Das ist schwierig. Aber ich meine, da hat sich nichts geändert, ob wir jetzt das Jahr 2011 oder 2017 schreiben. Wie der Zug rappelt. Ich finde das so schön. Generell, wie gesagt, mit dem Verkehr, ne? Also, dass man da so wirklich hintereinander herfährt. Das ist auch realistisch, weil, ich meine, wie gesagt, in London war ich noch nie, aber ansonsten weiß ich, dass es wirklich der Fall ist, ne? Manchmal sieht man ja schon, wenn der eine Zug in der Haltestelle hält, den nächsten schon direkt dahinter stehen. Also bei U-Bahn oder S-Bahn zumindest. Ich meine, die Dinger haben auch einen relativ kurzen Bremsweg, von daher kann man das auch machen, ne? Und die fahren halt auch nicht schnell. Wir fahren jetzt hier mit maximal 40 Meilen pro Stunde. Das sind, glaube ich, so 50, 60 km/h oder so. Also das heißt, das ist eigentlich nichts, ne? Aber ich meine, wenn man sich den Haltestellenabstand anguckt, ne, da weiß man dann auch, dass es da eigentlich keine höheren Geschwindigkeiten braucht. Was eigentlich auch ganz interessant wäre, wäre die U-Bahn in Paris. Mit der bin ich tatsächlich schon das ein oder andere Mal gefahren. Und in der Regel, also wenn ich in der Stadt bin und die Stadt erkunde, dann habe ich es gerne, dass ich mir so eine Wochenkarte holen oder so und dann einfach irgendwie in die öffentlichen Verkehrsmittel setze. Das war teilweise total bescheuert, weil man kommt an Orten aus, da möchte man gar nicht hin. Aber so sieht man wirklich meistens alles. Das ist echt krass. Gerade in Paris finde ich das toll, weil man steigt irgendwie direkt am Eiffelturm ein, sag ich mal, fährt ein paar Stationen, auf einmal ist man im pottenhässlichen Viertel. Also das ist echt ein Vergnügen. So, jetzt gleich dürfen wir nur noch 20 fahren, das sind die Ankündigungstafeln. Mind the gap, please. Da hören wir diese wunderschöne Ansage. Die kennt, glaube ich, wirklich fast jeder. Also, selbst ich, der nicht in London war, kennt diese Ansage. Aber ich meine, ich kenne natürlich Videos von der Londoner Untergrundbahn, also wie gesagt, so ein bisschen kennt man es dann doch. Mind the gap, please. Boah, der überholt sich aber, ne?
So, ich würde sagen, wie es weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr sehen wollt von dem Spiel, was ich zeigen soll, wo ich mich mit ein bisschen auseinandersetzen soll. Und vielleicht auch, was ihr von dem Spiel haltet und vielleicht auch, was mich interessieren würde, wie findet ihr das jetzt im Verhältnis zum aktuellen Content? Also zu aktuellen Spielen und sowas. Würde mich mal interessieren. Also, in dem Sinne, tschüss, bis dann, euer Zengis.